Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge. Und zwar möchte ich heute zwar ein paar Themen ansprechen, deshalb habe ich auch als Hintergrund Video gepackt, eine kleine Runde Hide and Seek auf der Map Bora Bora und danach noch ein kleines Jump'n'Run auf dem Hive MC Server. Und ja, ich habe mir jetzt ein paar Themen vorgenommen, die ich jetzt ein bisschen ansprechen wollte und zu denen ein bisschen Stellung nehmen wollte und euch so informieren, was gerade so die Lage ist. Und fange halt direkt mit dem ersten Thema an, was ich mir angeschrieben habe, und zwar das Wetter. Und zwar wisst ihr wahrscheinlich, über ganz Deutschland herrscht gerade so eine richtig krasse Hitzewelle. Auch ich merke das jetzt als Streamer auch vor allem, da es vor allem mittags und abends richtig, richtig warm wird. Zum Beispiel jetzt heute, da fliegt gerade ein Hubschrauber neben mir her. Und zwar heute waren es schon knapp 35 Grad draußen in der Sonne. Kann ich jetzt irgendwo einblenden als kleines Video oder als kleines Foto. Und in den nächsten Tagen wird es noch wärmer. Das heißt, ich glaube, es stand sogar so, dass Donnerstag der heißeste oder Freitag der heißeste Tag in der Woche sein wird, wo es dann über 35 Grad sein wird. Und ja, wird es auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ich werde auf jeden Fall nicht streamen am Sonntag. Nicht am Sonntag, am Donnerstag oder am Mittwoch. Ich werde jetzt spätestens oder frühestens dann wieder nächste Woche streamen, weil morgen wird dann sozusagen heute für euch der letzte Stream sein dieser Woche, weil diese Woche halt extrem warm wird, außer vielleicht noch Sonntag. Aber wird auf jeden Fall nächste Woche streamen, weil es wird einfach viel, viel zu warm. Aber allgemein, die Livestreams laufen richtig, richtig gut. In jedem Livestream kommen immer neue Follower rein, immer neue Leute, die man kennenlernt. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und auch mit Propen machten die Streams mega, mega viel Spaß, anstatt alleine zu streamen. Wie ich das jetzt in den nächsten Wochen machen werde, werde ich auf jeden Fall Propen sehr, sehr vermissen. Aber ich kann natürlich auch mit euch, der Community im TS sprechen und alles Mögliche mit euch reden. Ich kann mit euch zocken. Ich habe schon neue Freunde kennengelernt über die Streams und zocke jetzt auch mit denen öfters mal eine Runde CSGO oder Minecraft oder anderes Spiel. Und ja, ich würde sagen, was das von diesem Teil und den streich ich mal direkt durch, und zwar das Wetter und die Livestreams, die ich angesprochen habe. Und da ich schon kurz gerade Propen angesprochen hatte, und zwar fährt er ja jetzt für 4 Wochen weg nach Polen, ab Donnerstag, das heißt ab morgen für euch. Und ich werde wahrscheinlich mich morgen von ihm verabschieden. Vielleicht kommt noch ein kleines Video wie Best of Propen oder so diesen Sommer, wo ich mit ihm so getalkt habe und so, mache ich einen kleinen Zusammenschnitt, wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. So für 2 bis 3 Minuten, so halt die besten Momente mit Propan. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Oder wenn einer von euch gerne von den Streams ein Best-of machen will mit mir und Propan, kann das gerne, gerne tun. Denn ich habe schon gemerkt, ich habe eine richtig, richtig coole Community, denn einer von euch, ich glaube, das war Trablex oder Treblax, ich hoffe mal, ich habe dich richtig angesprochen. Und zwar hat er mir eine eigene Fanpage gemacht. Die heißt, glaube ich, heise.jimdo.de. Kann ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung reinpacken. Und ja, er hat eine richtig erste Fanpage für mich erstellt. Ich werde jetzt ein weiterer neuer Follower von Twitch, wird ihm jetzt helfen. Der heißt Mad Keitel auf Twitch, oder jetzt in CSGO heißt der Superbrötchen. Und richtig, richtig cooler Typ, habe mit ihm auch schon gesprochen. Ist auf jeden Fall krass der Typ und möchte ihm jetzt helfen, oder möchte dir jetzt helfen, die Seite aufzubauen. Ich würde jetzt so sagen, diese Seite ist jetzt in der Alpha-Version, kommt dann so in ein paar Wochen in die Beta-Version und dann in die letztendliche finale Version. Aber es ist noch einiges, einiges zu machen auf der Seite. Und die Pläne sind schon gemacht und stehen fest. Sie müssen jetzt nur noch in die Tat umgesetzt werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was denn daraus jetzt eigentlich wird. Und ja, da ich noch ganz kurz den Urlaub von Propen angesprochen habe, werde ich jetzt auch nochmal kurz meinen Urlaub ansprechen. Und zwar fahre ich in der 4. und 5. Woche meiner Ferien weg. Das heißt, vom 21. Juni bin ich dann 2 Wochen weg. Bis dahin haben wir noch ein bisschen, haben wir noch 3 Wochen bis dahin. Aber die Ferien sind ja auch relativ schnell immer zu Ende. Und ja, das heißt, ich werde da für 2 Wochen vorproduzieren. Ich weiß nicht, oder ich werde auf jeden Fall es nicht schaffen, für jeden Tag ein Video rauszubringen. Aber ich hoffe es so für 2 bis 3 Mal in der Woche. Also ich würde es wirklich, wirklich bedauern, wenn ich es nicht schaffen werde, mindestens 2 Videos pro Woche zu bringen. Aber ich werde es schon versuchen, so eher so 3 Videos pro Woche zu machen. Also das heißt einfach nur 6 Videos vorproduzieren. Und das ist eigentlich machbar, wenn ich in der Woche davor anfange. Und da würde ich sagen, was das von dem Thema auch so. Und der reguläre Ablaufplan ist halt, dass jede Woche ein Video kommt. Jeden Tag ein Video kommt. Und dann sonntags, wie gewohnt, der Vlog.
Und an all den anderen Tagen kommt entweder CSGO oder Minecraft, jetzt vermehrt wieder Minecraft. Es wird bald auch wieder CSGO kommen, vielleicht nehme ich noch heute oder morgen mit Propen eine Runde CSGO auf oder alle zwei, denn, oder Matchmake sogar wieder, wo ich wieder ein Highlight-Video machen draus kann, wieder ein Highlight-Video draus machen kann, so ist das jetzt richtig formuliert in Deutsch. Und ja, dann habe ich noch zwei kleine Themen, die ich ansprechen möchte, und zwar habe ich mir jetzt ein paar Probleme mit meiner Grafikkarte. Ich habe ja die Nvidia GeForce 730 4GB Version und manchmal kommt dieses Bild da vorne raus, wenn ich den PC anmache oder ausschalte, kann ich jetzt ungefähr einblenden, und zwar steht da immer, dass die Grafikkarte in Safe Mode geht, und ich habe keine Ahnung, was das damit los ist. Ich werde die jetzt entweder austauschen gegen eine neue oder mir die GT 740 holen. Also die werde ich jetzt 10 Euro investieren, um mir dann die andere Grafikkarte oder eine bessere zu holen. Die ist ja von der Leistung her fast doppelt so gut. Und dafür jetzt nur 10 Euro investiert, ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Bei der Telco werde ich mir dann nicht bestellen, denn mit dem Gehäuse habe ich jetzt ein bisschen so ins Loch gegriffen. Denn mit dem anderen Gehäuse, das ich mir holen wollte, hat einfach Pech gehabt, aber dafür kam das neue Gehäuse in 2 Tagen direkt an. Das war auf jeden Fall mega, mega schnell. Und das werde ich, das gleiche mache ich dann mit der Grafikkarte. Werde ich wahrscheinlich die Grafikkarte 740 holen und die dann austauschen jetzt gegen meine 730. 10 Euro einfach rein investieren und fertig ist die Kiste. Und ja, dann noch hier ein kleines Video werde ich jetzt euch gleich einspulen. Und zwar der neue CPU-Lüfter, der ist von Alaska. Und leuchtet ja in Rot, und ihr wisst ja, an meinem neuen Gehäuse ist ja links an der Seite so ein kleines Reinguckfenster, und da kann man da einen Gehäuselüfter dran schließen, und ja, da habe ich jetzt einen angebracht, der leuchtet jetzt schon in Rot, und ich werde euch gleich auch das Video einspielen lassen. Also beende ich schon mal hiermit mein Video, und gleich kommt noch der kleine Part. Und ich sage, wenn es euch diese Folge gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da oder positive oder konstruktive Kritik, lasst oder auch vielleicht ein Abo da. Oder würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich bei dem nächsten Video, das wahrscheinlich auch morgen wieder kommt. Und oder beim nächsten Livestream. Wenn ich jetzt noch online bin am Mittwoch, liegt es bald daran, dass ich einfach nicht Tschüss sagen kann bei Propen, denn eigentlich werde ich so zwischen von 11 bis 15 oder von 11 bis 14 Uhr streamen, so ungefähr 2 bis 3 Stunden. Nicht sehr lange, weil ich will ja noch Propen treffen. Danach habe ich noch einen anderen Nachhilfetermin und alles Mögliche, und deshalb möchte ich das Video jetzt nicht in die Länge ziehen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt geil und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao! So, Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Update hier zu meinem PC, und zwar habe ich mir noch zurzeit diesen kleinen Red LED LED Quiet Fan geholt für den fürs Gehäuse, und das sieht jetzt insgesamt so aus. Ich habe den jetzt installiert und sieht, finde ich, mega, mega fett aus, und ja, da ich ja hier so eine kleine Augenklappe habt, dass man so halb in den PC reingucken kann, sieht das wahrscheinlich nachts sehr, sehr cool aus. Und ja, würde ich sagen, kann ich den empfehlen. Er packt unten in der Beschreibung ist ein Link drin. Ich werde ihn auf jeden Fall angucken, und hat 13 Euro gekostet bei Konrad. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video, und tschüss.